Hallöchen und willkommen zurück, ihr Lieben, hier im Verschneiten Naumburg. Wir sind im IT-Sektorbereich, wie ihr seht. Ich gucke gerade mal hier die Häuser ein bisschen ab. Was haben wir denn hier Schönes auf dem Dach? Na, leider gerade verschwommen, nicht so gut erkannt. Wird man mal sehen. Hier drüben könnte ich schon mal rüber gucken. Wir haben so noch Stühle, Tische, alles Mögliche. So, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal eine Runde weiter. Und widmen uns den Problemen dieser Stadt. Und das ist, wir brauchen mal hier eine Straße endlich. Aber hier wollte ich jetzt endlich mal was Neues bauen. Ich werde mal hier eine Brücke drüber machen. Schauen wir mal. Na, das sieht komisch aus. Dann machen wir doch so eine Brücke. So. Haben wir keine Kreuzung. Einmal mal eine Brücke drüber. Und wir drücken mal wieder auf Play. Da müsste es mit dem Verkehr wieder ein bisschen besser werden. Hier zumindest in dem Bereich. So, meine Reihenhaussiedlung, die gefällt mir, die wächst immer mehr. Die werde ich noch ein bisschen ausbauen jetzt. Wir machen eine kurvige Straße. Kriegen wir noch Straße lang? Ja doch. Schön hier, dann dreispurige Straße. Bam. Da kommt Freude auf beim Wohnen. Hm, nicht wirklich. Das klappt nicht mehr. So, da kriege ich kein Haus hin. Also muss ich die doch wegreißen. Haben sie Glück gehabt, ist doch ein bisschen ruhig Bereich. Berühmter Bereich. So. Und du noch. So. Und dann können wir hier wieder ein paar Häuser hinbauen. Ich muss natürlich wieder einzeln anwählen, sonst wird das ja wieder nichts. So, da habe ich schon mal nicht einzeln angewählt. Aber könnte ja trotzdem noch klappen. So, hier noch, da noch, dort noch. Hier mache ich keine Häuser hin. Nee, das ist so, nee. So, ist immer noch schön verschneit. IT-Sektor passt irgendwie noch gar nicht rein bei 8000 Einwohnern und dann gleich hier so ein fettes IT-Zentrum mit Hochhäusern. So, wie sieht's denn hier aus? Hier die Straße könnte man eigentlich auch mal upgraden. Weil, warum? Ich brauche nicht in die Richtung eine Straße, also nehme ich doch die sechsspurige und grade das einfach mal ab. So. Und die kann ich theoretisch auch mit Bäumen nehmen, die... Naja. Sehen halt im Winter nicht so geil aus. Hier müssten Tannenbäume wären nicht schlecht, aber haben wir nicht, kriegen wir nicht. Und ihr wollt alle einfach nur wieder hier raus, ne? Und dadurch müsst ihr hier im Kreis fahren. Wir müssten rein theoretisch hier noch, aber wenn ich jetzt hier noch eine Brücke wieder hinbaue, dass ich nach da eine Straße abgehen lasse, puh. Habe ich ja wieder eine Kreuzung. Oh, die wollen halt alle einfach nur hier raus aus der Stadt, ne? Und hier ist ordentlich Verkehr. Ne, die wollen alle nur da raus. Okay. Wir werden erstmal jetzt... Wir bauen erstmal eine Straßenbahn jetzt. Was soll's? Wir bauen eine Straßenbahn. Vielleicht hilft das schon ein bisschen. Wir haben zwar noch nicht so viele große Straßen, aber... Da ist die Straße im Weg. Machen wir sie hier lang. Bauen wir sie dahin. Straßenbahn steht. Da fehlt ein Gleis. Jo, das baue ich dann euch noch. Dann muss ich hier halt so das Stückchen, kann ich hier upgraden, ne? Brauchst du komplett immer Gleise oder kann man das auch dann einfach mal so bauen? Straßenbahn. Ach, hier. Okay. Hier ist nur Gleise. So. Sehr schön. Und dann können wir nämlich die Straße einfach upgraden. Schön mit Straßenbahn in der Mitte. Haben wir hier noch eine Haltestelle hin. So, hier kriegen wir keine Straßenbahn rein. So, hier haben wir sie. Ja, das vom Preis her geht es eigentlich auch. So, und hier noch lang. So, jetzt brauche ich noch die Haltestellen dafür. Die sehen so aus. Okay. Muss ich auch noch direkte Linien machen. Könnt ihr wenigstens hier wenden? Theoretisch kann der Fahrer ja aussteigen, ne? So lang. So lang. So, Straßenbahn, ne? Doch eigentlich keine... 150 Meter sein, dann muss ich schon wieder, oder 200 Meter, dann muss man der nächste Haltestelle sein.
Denn die Leute sind ja lauffaul. Komme ich nicht dahin? Geht nicht, ne? Kann ich nicht einfach... Ah, ne, kann ich ja nicht wenden. Ist ja eigentlich logisch. Kann ich nur dahin zurück? Nö. Wie kriege ich dann da eine Kurve hin? Muss ich jetzt doch komplett noch mehr ausbauen. So, erstmal müssen wir sie jetzt hier noch mit anbinden. Na, das machen wir einfach mal. Geht das so? Ja, das geht anscheinend so. Hier können sie dann rausfahren. So, brauchen sie aber hier noch. Oh, hier ist was nicht. Ihr habt nicht genug Leute. Dann reißen wir euch einfach mal ab. Hier sieht man echt nichts, nur voller Smog alles. Hier geht die Straßenbahn weiter und hier ist dann Schluss mit Straßenbahn. So, wie kann ich euch zum Wenden kriegen? Ihr müsst wenden. Geht das irgendwie? Nee. Hier kriege ich auch keine rein. Zweispurige Straße mit Straßenbahn, die gibt es auch noch. Aber das passt hier nicht hin. Ah ne, weil ich muss ja upgraden. Das nützt mir nichts, weil da brauche ich noch in die Richtung eine Straße. Da bauen wir die jetzt nochmal hier lang. So, und hier können wir wieder upgraden. So, da haben wir hier eigentlich jetzt schon mal den ersten Ring geschafft. Hier können sie wenden. Hier können sie halt nicht wenden. Dann machen wir jetzt hier noch... was ist das? Zweispurige Straße mit Straßenbahngleisen. Ja, genau, die will ich dann. Machen wir hier noch weiter. Wobei, das mache ich rückgängig. Das mache ich erst eine Straße später, weil hier sind ja dann schon Haltestellen. Upgraden. Und dann jetzt wieder hier hin. So, ja, doch, so ist besser. Und dann kommen die nämlich genau da drauf. Können sie dann wenigstens auch in die Richtung wenden? Ne. So, müssen wir halt nochmal jetzt die Straßenhaltebahn, die Stellen nochmal neu planen. Nochmal alle weg. Nochmal weg. Ja, das ist nicht schön, ich weiß. Es tut mir ja auch leid. So, die fahren halt nur in die Richtung. Also fangen wir hier an. Hier möchte ich dann eine Haltestelle hin haben. Warum kann ich hier nirgendwo einen hin? Da ist schon einer. Okay, dann machen wir da halt einen hin. Hier eine Haltestelle. Dort eine Haltestelle. Schön an der Eisbahn. Der wird auch noch schön Schlittschuh gelaufen. Einmal frei. So, dann setzen wir hier, müsste noch einer hin in das Bereich. Und jetzt gehen wir halt hin zur Industrie. Hier muss keiner hin. Kann sie schnell fahren. Hier kann dann die erste hin. Hier die zweite. Hier können ruhig ein paar mehr. Da brauche ich keine. Da noch, dort noch. Auf die und dahin. Dann fahren sie zurück. So, wo war jetzt der Anfang? Der Anfang ist dort. Also wäre ich ja schon fertig. Theoretico. So. Und da habe ich auch schon eine Errungenschaft freigeschalten. Die Straßenbahnfahrerin. Sehr schön. Gleich mal gucken. Da kommt die erste Straßenbahn. Einmal frei. Null Passagiere. Und da kommt schon die nächste. Da ist jetzt hier wieder eine Ampel. Kommen natürlich gleich hier vier Straßenbahnen hintereinander. Da muss ich, glaube ich, das Budget mal kürzen. Das ist ja viel zu viel. Aber ich könnte noch mehr Haltestellen eigentlich einrichten. Jetzt haben wir ja erst eine Linie, jetzt können wir noch eine nächste Linie bauen. Theoretisch, aber eigentlich reicht ja die eine Linie. Die fährt ja überall lang, wird halt das andere Gleis nicht genutzt. Das bräuchte ich theoretisch auch nicht. Hier ist ja, sind ja auch zwei Spuren. Hier sind auch zwei Spuren, okay. Na gut, dann bauen wir noch eine Linie genau entgegengesetzt. Wo fange ich denn da am besten an? Hier fahren sie ja beides ab. Nee, auch nicht. Hier ja, aber da nicht. Aber das ist eigentlich egal.
Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wir machen einfach hier nochmal so einen Kreis. So ganz einfach nur für die Leute hier in dem Viertel. Wer Bock hat, kann hier gerne Straßenbahn fahren. Schön im Kreis, kostet nicht viel. Tagesticket holen und 8 Stunden am Tag hier nur im Kreis fahren. So, jetzt ist wieder weniger Verkehr, es ist halt Nacht. Die müsste ich noch wegreißen. Das werde ich noch machen, schnell. Denn ich muss hier das Problem unter Kontrolle bekommen mit dem Verkehr bei der Kreuzung. So, weg mit euch. Zack, 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 zack. Weil hier muss ja auch keiner lang. Warum? Fahren da wer hier lang? Ah, das war nicht die Einspur hier. Nach wieder verbaut. Da hat der Rob nicht aufgepasst. Jetzt. Hat er aber aufgepasst. Und dann müsste es jetzt auch etwas zügiger gehen. Natürlich, die Straßenbahnen, das sind ja viel zu viele. Wir sind jetzt unterwegs, sind jetzt schon 10 unterwegs, weil ich 2 Strecken habe. 7 im Einsatz. Brauche ich 7 Straßenbahnen? Ich glaube nicht. Kann ich nur euer Budget kürzen? Bestimmt auch nicht, oder? Verkehrstechnisch, oh doch, ich kann auch nur euer Budget kürzen. Das Straßenbahnbudget, das wird etwas runtergenommen. Weil 7 sind mir zu happig. Habe ich eigentlich Instandhaltung für die Straßen? Straßen hier. Nö, ich habe keine Straßeninstandsetzung. Die werde ich mal noch bauen. Wo war denn die? Die habe ich irgendwo letztens gesehen. Schneedeponie, Straßenmeisterei. Die brauchen wir auf jeden Fall. Ja, da kommen sie halt wieder nicht hin. Ich muss das nächste Gebiet langsam kaufen. Ich habe keine Wahl. Straßenmeisterei. Und wir werden dann das Gebiet jetzt einfach mal kaufen. Jo, so viel haben wir übrig. Ja, wir haben ein bisschen Kleingeld auf der hohen Kante. So, und dann müssen wir jetzt dass die hier runter können. Kann man das einfach so machen? Ne, nicht upgraden. Ist das überhaupt eher Autobahn? Jedoch ist es eine Autobahn. Gibt es dafür direkt Ausfahrten oder kann ich die einfach selber bauen? Die kann ich bauen, wie ich möchte. Oder gibt es hier welche? Drei Bahnen? Ne. Dann baue ich die einfach, wie ich das möchte. Ihr könnt hier runterfahren. Hallo, ich hätte ich gern rund. So, dann machen wir hier einfach mal. So. Genau. Nein, ich will höher. Ich will jetzt hier rüber, bitte. Das geht nicht. Das geht nicht. Jetzt geht's. Aber so reicht's ja über die Straße. Und dass ihr eigentlich nur wieder hier drauf könnt. Das ist eine russische Führung. Jetzt können sie hier lang, um da wieder hinzukommen. Nur damit sie hier mal einen Schneeweg machen können. Weil hier ist ja auch überall Schnee ohne Ende. Wenn jetzt die Straße nicht neu gebaut worden wäre. Oh, die Häuser entwickeln sich. Sehr schön. 6 von 7. Wie viel passt denn jetzt hier rein? Na, sind es schon mal 15 Haushalte oder 21 Haushalte? Oh ja, das ist natürlich, das ist ordentlich. Verkehr fließt eigentlich hier recht gut. Nachts zumindest. Wir werden noch ein bisschen mehr. Hier könnte ich noch Straßenbahn hochbauen oder noch die Straße wenigstens upgraden. Was fehlt denn euch? Nicht genug gebildete Arbeiter. Ja, da bin ich doch schon dabei. Die kommen doch. Bleibt doch cool. Wir bauen noch ein paar mehr Wohnhäuser. Ist doch alles okay. Hier noch ein bisschen. Da noch. So, noch mal ein paar Häuser hingebaut. Warmwasser ist vorhanden. Euch fehlen auch gebildete Arbeiter. Ich weiß. Aber die dauern halt ein bisschen. Die kommen nicht von heute auf morgen. Dann können wir hier noch so am Strand so ein bisschen vielleicht ein paar wohl situierte Leute. Hier schön im Abwasser, ne? Warum nicht? Dann machen wir hier ein bisschen Platz, machen hier einen Garten hin. Und dann fällt das gar nicht auf. Was haben wir hier denn schönes? Ein Hundepark. Na, ein Hundepark. Was ist das denn? Ein kleiner Park.
Gibt es denn was, was hier auch hinpasst? Der hinpasst. Dann bauen wir den hier hin. Hier haben wir einen kleinen Spielplatz. So, ihr braucht dann bestimmt nicht Strom, habt ihr, ihr braucht auch Warmwasser. Sollt ihr bekommen. So. Dann bauen wir hier eine Kurve. Sehr schön. So. Zack. Sehr schön, so noch lang. Jo, das passt. Sieht nicht schön aus, aber ist nicht schlimm. Hier kommen überall Leute hin noch. Bevölkerung, Wohnsiedlung. Hier noch Wohnsiedlung, dann noch ein Stückchen. Hier alles voll. So, Wasser. Kriegen die auch alle noch. Was brauche ich denn da? Ne, da bauen wir das. So. Geht alles ein bisschen kreuz und quer, aber egal. Das können wir schon wieder mal abreißen. Hier können wir auch was abreißen. Ne, doch nicht. Haben noch genug Gebildete bekommen. Wir brauchen halt echt mehr Gebildete. Was sagten die Grundschule? Kapazität berechtigt. Das ist, passt. Okay, wir brauchen noch eine neue Oberschule. Gibt es da was Größeres? Nein, gibt es nicht. Da gibt es halt nur diese Institut für bildende Künste. Sagen wir die etwas besseren Leute. Hier, ihr habt alle, die da oben haben halt gar nichts. Damit würde es besser werden. Dann bauen wir hier noch eine Schule mit hin. Grundschultechnisch sind eigentlich alle versorgt. Universitätstechnisch sind halt jetzt die hier unten nicht, hier oben nicht versorgt. Und die brauchen noch Wasser. So, was bauen wir als nächstes? Ach, hier meine Reihenhaussiedlung. Da kann ich wieder ein paar Häuser hinsetzen. Dahin, dahin, dahin. Die wollen wir irgendwie nicht so. Ihnen gefällt das anscheinend nicht, das Wohngebiet. Oh, wir haben es geschafft. Wir sind eine kleine Stadt. Wir haben 9000 Bürger erreicht. Was können wir denn Schönes bauen? Wir können jetzt einen Zug bauen, eine Seilbahn, Monorails, ein Bahnhof, ein Güterzugbahnhof. Das ist ja schön. Den werde ich mir ins Industriegebiet auch gleich pflanzen. Denn wir haben jetzt hier noch die Zugstrecke. Und hier ist halt das Gebiet gelb, weil das ist halt fruchtbar im Schnee, ne? Kann man schön Weizen anbauen im Winter bei minus 20 Grad. Wer kennt die nicht? Den winterharten Weizen. So, dann bauen wir hier einen Güterbahnhof. Zug. Güterbahnhof oder Güterzugbahnhof. Bauen Sie einen Güterzugbahnhof, um Zügen den Transport von Gütern und Rohmaterialien zu ermöglichen. Frachtzüge können innerhalb der Stadt oder über eine ausgehende Verbindung zum Einsatz kommen. Bauen Sie Bahnhöfe und verbinden Sie mit Gleisen, bevor Sie das Zuglinienwerkzeug zum Erstellen einer Linie einsetzen. Okay. Also könnte ich dich jetzt hier an die Straße, und die würden alle dahin, aber die Straße kann ich halt nicht nehmen. Die kann ich theoretisch nehmen. So. U-Bahn. Ne, das wollte ich doch gar nicht. Ja, abreißen. Ja, bitte. War ich jetzt nicht? Ich bin noch auf den. Ah, jetzt. Okay. Hier ist kein Platz. Kein Platz. Ich mache mir einfach welchen. Jetzt ist Platz. Und die Industrie freut sich. Es rollt noch kein Zug. Es ist noch kein Gleis da. Aber man kann sich schon mal freuen. Ich will keine geraden Strecken. Züge brauchen keine geraden Strecken. Komme ich hier rüber? Mit einer Brücke bestimmt. Ich hätte schon eher anfangen müssen. Dann müssen wir nochmal ein Stückchen abreißen. Nein, das ist zu hoch. So können wir es dann theoretisch machen. Hier hin. Hier rüber. Und hier wieder runter. Und hier noch eine Abzweigung noch dort. Da kann der Zug eigentlich theoretisch in jede Richtung. Und ich weiß nicht, ob der jetzt wenden muss, ne? Das ist jetzt die nächste Frage. Muss dieser Zug hier wenden? Theoretisch ja, ne? Wenn es sinnvoll simuliert ist. Muss er wenden.
Oder werde ich gar nicht rankommen jetzt? Ach man. Dann müssen wir das Wendekreuz hier lang bauen. Nein, jetzt bitte mal nicht so, wie du das möchtest. Oh, das war deine Zugführung, ey. Ich will doch einfach nur jetzt hier wenden. Ist zu lang. Also überhaupt was, wir warten erstmal ab. Züge können Güter und Rohmaterialien in die Stadt befördern oder sich andernorts verkaufen. Wir gucken erstmal, ob überhaupt ein Zug kommt. Weil theoretisch müsste ein Zug kommen. Nur kommt er zurück, ist die nächste Frage. Hier kann er die Straßenbahn anscheinend im Depot drehen, was ich auch nicht verstehe. Und hier, ihr braucht wieder mehr gebildete Arbeiter. Und ihr braucht mehr Strom. Dann sagt man das doch. Wir brauchen viel, viel mehr Strom. So, bauen wir noch zwei davon. Was sagt der Müll? 83% voll. 100% voll. Haben wir eine Recyclinganlage überhaupt schon mal gebaut? Ein Recyclingzentrum. Ja, das haben wir eigentlich, ne? Aber die Leute recyceln halt nicht. Die wollen nicht recyceln. Und das verbrennt zu wenig. Warum verbrennst du so wenig? Mach doch mal hier ordentlich. Bitte mal Gas. Hier, daneben ist die Mülldeponie. Kann alles nein. Warum geht das denn nicht? Wird es dadurch besser? Oder wird es durch Strom besser? So 6 Megawatt machen die. Die haben eine Verarbeitungsleistung von 25.000. Jetzt haben sie nur 24.100. Da muss doch eigentlich was gehen. So, Zug. Hallo? Naja, anscheinend kommt kein Zug. Also müssen wir hier doch noch irgendwie eine Wendung reinkriegen. Oder auch nicht. Da will ich eigentlich nicht drüber. Wenn dann als Brücke. Ach Mann, ey. Hier doch zu eng gebaut. Muss ich abreißen, bitte. Das sieht ja aus jetzt. Und es passt nicht mal hin. Es passt nicht hin. Ach Mann. Ja, dann musst du halt nochmal weg. Das hilft ja alles nichts. Das Gleis kann auch ein Stück weg. Und wir müssen das irgendwie... Bauen wir es doch so rum. Ja, bauen wir es halt so rum. Machen hier oder Industrie hin. Ein bisschen großflächiger wäre natürlich nicht schlecht. Und jetzt können wir halt die Gleise, ist egal wie, einfach anbinden. Ohne Probleme. Einmal nach dort. Und einmal von da nach dort, ne? Nein, ist auch nicht richtig. Da kann man wieder nur im Kreis fahren. Und einmal nach dort bitte. Dieser Ort ist bereits besetzt. Warum denn? Weil da, das ist doch, das würde doch eigentlich passen. Ach man. Dann machen wir das von hier. Mit den Zügen gerade ist ein bisschen tricky. Jetzt können sie so, jetzt können sie eigentlich fahren. Und hier können sie auch, können sie in die Richtung und in die Richtung. Und wer will, kann noch geradeaus. Muss keiner zu uns reinfahren. Jetzt nutzt aber auch mal die Züge. Oh, hier ist ordentlich Verkehr. Hier steht alles. Ist das eigentlich Einbahnstraße? Ja. Alle wollen raus. Doch niemand kommt hier so schnell raus, wie er möchte. Also die Straße nutzen jetzt echt viele. Gibt's gar nichts zu meckern. So, Zugverkehr, geht da schon irgendwas? Nö, anscheinend nicht. Kreuzungen, Straßen, Ampeln, ja, das...
Hier muss ich auch keine Strecke bauen eigentlich. Das ist ja nur, wenn ich einen normalen Bahnhof habe. Also hier einen Güterbahnhof. Das ist U-Bahn. Aber U-Bahn brauchen wir noch nicht. Wir müssen nur das Problem angehen. Die fahren halt hier extra eine Runde. Wenn die Straße noch weg wäre, dann wäre das cooler. So, das Gebiet ist ja jetzt eh schon eigentlich hinüber. Ich könnte jetzt ja auch sagen, ich brauche euch nicht mehr. So. Da können wir hier trotzdem noch ein bisschen Gewerbe hinbauen. Oh, das ist falsche. Und weg damit. Das wieder hin. Und hier, na, das ist ja doof. Naja, mal gucken. Vielleicht können wir sie ja doch noch dran. So, da kann ich hier wieder ein bisschen Park noch hinmachen. Das ist auch nicht schlecht. Machen wir noch ein paar Bäumchen hin. So, jetzt müsste es eigentlich besser laufen, ne? Jetzt ist halt nur noch die Kreuzung. Ist jetzt hier wieder Ampelverkehr oder was ist jetzt hier vom... Hier ist nur Stoppschild. Und hier ist nur Stoppschild. Und ihr könnt alle hier reinfahren, das passt ja eigentlich soweit. Auf Verkehrszeichen kurz wird es jetzt bestimmt wie immer rot sein, weil das Spiel kennt nur grün oder rot. Ja. Hier ist es rot. Das nutzen auch mal welche. Dann müsst ihr jetzt hier der Schnee... Hier waren sie auf jeden Fall doch schon mal jetzt. Hier war halt noch keiner lang gefahren. Ja bitte hier, dann reiße ich euch halt ab. Du bist voll, dann einfach mal bitte Gebäude in eine andere Einrichtung entleeren. Es gibt mehrere Probleme. Kein Platz mehr und das Gebäude ist auf die Entleerung eines anderen Gebäudes eingestellt und deshalb nicht in Betrieb. Oh, jetzt bringt es bitte nicht dahin, weil es bringt ihr auch nichts. Ihr müsst es dahin bringen. Und hier ist noch Platz. Hier kann Müll hin ohne Ende. Ihr müsst es nur mal hinräumen. So, vorne ist schon ein paar Leute Straßenbahn. Straßenbahn. 128 pro Woche. Und 3 Touristen. Das ist ja nicht schlecht. Also ein paar nutzen schon das Angebot der Straßenbahn. Und das ist nur das eine Gebäude. Einkaufszentrum, Boutiquen, en masse. Ja, das stimmt. Hochgebildete. Hochgebildete haben wir jetzt hier auch schon. Und ich würde sagen, ich gucke mir nochmal das Problem der Straße an. Nachts ist alles okay. Das nächste kommt dann hier. Also hier die Straße müsste ich noch ein bisschen hoch und dann hier auch noch eine dickere Straße machen. Und hier ist auch ordentlich was los auf dieser Straße. Hier um geht's. Hier wohnen schon ein paar Leute. Natürlich. Sind schon ein paar hergezogen. Haben jetzt schon fast 10.000. Was brauchen wir denn für den nächsten? Oh. Wir brauchen 15.000. Das ist schon viel. Da gibt es ein Krematorium, eine Wasseraufbereitungsanlage und ein schwimmender Müllsammler. Sehr schön. Wir zoomen erstmal wieder rein. Hier ein Rotlicht-District. Nachts ist halt alles rot. Der Herbstpark. Hier steppt der Bär. So, jetzt wirst du entleert. 93%, 90%. Du bist eigentlich auch schon wieder voll. 12 Megawatt Ausgangsleistung. Ich hätte gern mehr Ausgangsleistung. Ich könnte jetzt noch... Was habe ich noch vor Kraftwerk? Habe ich nur noch... Da habe ich noch ein Dingskraftwerk. Könnte ich abreißen, aber das macht ja nur 12. Wie viel machst du? 50. Warum macht denn das so wenig? Die können doch hier Müll verbrennen ohne Ende. Recyclingzentrum, die recyceln. Die können halt nur 25.000 die Woche recyceln. Okay. Und die haben Müllreserven ohne Ende. Ich baue noch ein Recyclingzentrum. So. Mülldeponie-Auslastung 92%, Müllverarbeitungsstatus, der ist leicht rot oder im gelben Bereich. Zur Müllproduktion haben wir 110.000
Einheiten pro Woche. Müllverbrennungsanlage hat eine Kapazität von 103.000, also ein bisschen was ist über Einheiten pro Woche. Wenn ich jetzt noch eine Müllverbrennungsanlage baue, dann habe ich zu viel, was ich verbrauche. Dann läuft irgendwann meine Deponien leer. Ja, theoretisch auch nicht schlecht. Oder ich gucke einfach mal ins Workplace, Workshop, ob es da eine bessere Müllverbrennungsanlage gibt, die mehr Müll verbrennt. Und hier fährt immer noch keiner lang. Warum denn nicht? Warum möchte hier kein Winterdienst langfahren? Ich verstehe es nicht. Jetzt habe ich hier schon dieses Kreuz gebaut, dass der Winterdienst hier eine schöne Schleife fahren kann. Aber er tut's nicht. Da ist er. Der Schneepflug. Wo willst du hin? Da, genau, der fährt die Runde. Der fährt die Runde. Aber warum nicht dann da noch Schnee? So, wir verfolgen ihn jetzt einfach mal. Wir verfolgen dich. Tschuh. Fahren wir mal eine Runde mit. Hey, ich will mitfahren. Oh, so kann ich nicht mitfahren. Schade. Oh, ich will doch mitfahren. Am liebsten würde ich fahren. Das wäre viel cooler. So. Fahren wir in die Stadt rein. Ah, da fährt nur den Weg lang. Jetzt kommt er rein. Wie, du fährst jetzt hier rechts lang. Ne, okay, jetzt müsste es hier eigentlich frei sein. Aber ist es anscheinend nicht. Es ist nicht frei geworden. Entweder ist es ein Bug. Oder ich habe keine Ahnung. Ich würde sagen, aber wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir gucken hier nochmal schön in das IT-Sektoren-Bereich Bumsdingens. Da hinten haben wir noch ein paar Probleme. Da hinten ist der Müll. Man sieht im Hintergrund die schönen Turbinen und Solaranlagen. Also dann, bis zur nächsten Folge, euer Rob.